Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island 2 Special Edition LeChuck's Revenge. So, wir haben auf jeden Fall schon mal zwei Kartenstücke auf Booty Island gefunden. Das dritte Kartenstück dürfte sich irgendwo auf Skep Island verstecken. Oder, ja, dürfte sich, weil Rapscallion wurde ja dort irgendwo begraben. Und da werden wir uns wohl mal nach seinem Grab umschauen. Aber auf Fat Island muss ich auch noch eine Karte befinden. Und ich glaube, da schauen wir doch einfach mal zuerst. Where do you want to go? Ab nach Fat Island, Mann. Once again. Ah, neue Nachrichten bei LeChuck TV. Igittigit. LeChuck, Sir. I just wanted to report that we have finished building the new torture chamber you requested. Very good. Do you have anything else to report? No. Well, there is one other small little thing. I assume this has to do with Guybrush's capture? Well, sort of. You've allowed him to find the second map piece, haven't you? You fool! You ought to ready your ship and sail after him yourself. Find him, or die! Oh Mist, das ist nicht gut. Jetzt haben wir auch noch Lago Le Grand direkt in unseren Fersen. Naja, brauche ich eigentlich nicht wirklich. So, was machen wir denn? Erinnert euch, es gibt doch den Governor Fett, der seinem Namen wirklich alle Ehre macht. Und ich glaube, irgendwo bei ihm gibt es bestimmt noch was zu finden. Ich meine, warum sonst sollte man sich dahin begeben können? Von daher werde ich nochmal probieren, ob ich dort etwas ausrichten kann. Genau, und zwar, dann gehen wir doch mal dahin. Ach genau, und dieses Häuschen und den Wasserfall gab es ja auch noch. So, dann öffnen wir das Tor nochmal. Gehen nochmal dieses schnucklige Anwesen hinunter. Und rein in die wunderschöne Villa. Naja, wunderschön ist jetzt nicht, eher klobig, protzig. Naja. So, die müssen wir loswerden, also reden wir mal mit der Wache. Da ist ein Feuer in der Küche. Das klingt doch eigentlich ganz passabel, oder? Vielleicht glaubt das ja. I think there's a fire in the kitchen. Really? I'd better check it out. Das war ja leicht. Jetzt aber schnell nach oben, bevor der wieder da ist. Ah, Governor Fett, hi. Was gibt's hier beim Nachttisch? I don't think this has been washed in about 10 years. Bäh. Ja. Berühmte Piratenzitate? The cover says famous pirate quotations. Alarm, Governor Fett, oh, der ist so widerlich. Der frisst sogar beim Pennen? Bäh. Ich glaube, das Buch können wir nicht einfach so nehmen, oder? Cranberry? Yes, I love Cranberry. I think I almost woke him up. Okay. Ja, ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar damals, wie bei Indiana Jones, wenn ihr euch daran erinnert. Dort musste er doch auch den einen Gegenstand mit einem gleich schweren Gegenstand austauschen. Und dann wurde es nicht bemerkt von der Falle. Probieren wir das doch mal. So. Und zwar jetzt. Müsste klappen. Ja? Das hat ja wunderbar funktioniert. Das Buch lesen wir aber lieber draußen. Was gibt's denn bei dem Waschbecken zu sehen? There's food or something stuck in the drain. Mit Schokoriegeln verstopft? Bäh. It seems to go off before stuff comes out of the tube. Ich kann ja mal lustig gucken, ob ich mit ihm reden kann. I don't think I'd better wake him up. Ja, hat eigentlich recht. Egal, dann gehen wir wieder. Oh, die Wache ist noch nicht mal wieder zurück. Ah, mir soll es recht sein. Wir haben ein Buch gefunden. Und schauen wir doch mal, was uns das bringt. Famous pirate quotations. Happiness is a warm manatee. Barney Gout. Kiss me, I've got scurvy. Rapscallion. Darg! Fester Leech. Violets are blue, roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Old Skunk Eye. Mouthwash. We don't need no stinking mouthwash. Commander Buttonhead. Was? Wozu war das denn? Was für ein Quatsch. Wozu brauchen wir dieses verdammte Buch? Toll. Dafür den ganzen Aufwand. Also müssen wir doch nochmal bei dem Wasserfall gucken, ob wir irgendwas da bei dieser... Ich glaube bei der Pumpe. Da war irgendwie eine Pumpe.
ob wir damit irgendwas machen können. Aber wozu denn eine Zitate-Sammlung? Ich meine, da war gerade irgendein Zitat von Rapscallion. Vielleicht brauchen wir das irgendwann mal. Vielleicht, wenn wir ihn wiederbelebt haben, wenn es klappt. Genau, hier ist dieser wunderschöne Wasserfall und wir gehen mal hoch zu dieser Pumpe. Ja, ich denke mal, mit dieser Pumpe wird irgendwie der Wasserfall gesteuert. So bescheuert es auch in diesem Piratenspiel mir vorkommen mag. Das hatte ich, glaube ich, alles schon probiert. Schiffshorn bringt nichts, Stocksäge auch nicht, Umschläge auch nicht, Orgel benutzt er so, Strohhalm wird mir auch nichts bringen. Ein Hammer, probieren wir es mal. I don't think I should hammer that. Okay, ja. Schild anhängen, Spiegel ranhängen, Teleskop benutzen. Ne, irgendwie ist das alles ziemlich sinnfrei. Toll. Naja. Dann gehen wir halt wieder. Dann gehen nach Scap Island. Ich denke, da finden wir eher was raus. Vielleicht finden wir auf Scap Island ja noch irgendwas, was wir hiermit benutzen können. Das ist jetzt einfach mal meine Hoffnung, sag ich mal so. Also. Where do you want to go? Ab nach Scap Island, Mann. Genau. So, gehen wir doch mal runter zum Barkeeper, weil da war doch irgendwie dieser Affe, Mojo. Und ich meine, ich habe eine Banane. Das ist mir nämlich gerade eingefallen und Affen lieben Bananen, oder? Naja, aber es bringt mir, glaube ich, nichts, wenn ich die ihm einfach gebe, oder? Oh, was macht er jetzt? Hey, don't bug the monkey. Ah, okay, ich muss ihn in Ruhe lassen. Aber das Metronom. Soll ich die Banane aus Metronom stecken oder was? Hä? Hey, what'd you do to my piano player? Der ist jetzt also ziemlich neben der Spur. He's cute. Wie? Ich kann ihn einstecken? Was? Oh mein Gott. Go ahead and take my entertainment. Thanks for nothing, buddy. Ja, sorry. Okay, jetzt habe ich den Affen Jojo noch bei mir. He's cute. Okay, ja, warum nicht? Mal gucken, ob wir das Metronom mit der Banane wieder nehmen können. No thanks. Too many bad memories of piano lessons. Oh, na gut, dann nicht. Mir auch egal. Gut, ja. Ich habe Jojo bei mir. Ja, wozu auch immer. Wozu auch immer. Obwohl. Ich probiere ihn später mal bei der Pumpe aus. Macht für mich zwar überhaupt keinen Sinn, aber. Mein Gott. Ist wieder ein Gegenstand, den ich draufknallen kann, ne? Die guten alten Adventure-Regeln. So, dann gehe ich mal zurück zum Friedhof. Denn irgendwo hier dürfte sich Rapscallion versteckt halten. Denn ihr erinnert euch, wir haben einen Schlüssel bei Stan gefunden. Genau, den hier. Stan's Cozy Crypts. A place to spend eternity, not a fortune. Und ich kann mich erinnern, dass eine der Gruften genau diesen Schriftzug hatte. Stan's Cozy Crypts. A place to spend eternity, not a fortune. Na also, probieren wir das doch mal. Yeah. Was finden wir denn in dieser Gruft? Ja, Särge. Wie nicht anders zu erwarten war. It's inscribed with a quote. Happiness is a warm manatee. Ah, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Rapscallions Zitat müssen wir nochmal nachschlagen. Also. Famous pirate quotations. Happiness is a warm manatee. Barney Gout. Das ist er nicht. Kiss me, I've got scurvy. Rapscallion. Ah. Darg! Fester Leech. Violets are blue, roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Old Skunk Eye. Mouthwash. We don't need no stinking mouthwash. Commander Buttonhead. Richtig, das mit dem Scoboot. Da müsste Rapscallion drin liegen. Kiss me, I've got scurvy. Na also, wir haben ihn. Dann öffne ihn, sag mal. Ja, eine Ladezeit. Auch nicht schlecht. Das Asche. Looks like human ashes. Und die brauchen wir doch für das Asche zu leben. Also stecken wir mal ein bisschen davon ein, so eklig das auch ist. Silty. Fein zerrieben? Bäh. Naja, jetzt haben wir, ja, Rapscallions Asche. Okay, also zurück zu Voodoo Lady. Ich glaube, ich brauchte nur die Asche, ne? Sonst musste ich nichts mitbringen, soweit ich mich entsinne. Ich hoffe es einfach mal. Ich hoffe, ich habe jetzt einfach mal nichts vergessen. Nein, nicht anschauen, benutzen. Genau. Also zurück zum International House of Mojo. Irgendwie ist das heute gar nicht unheimlich, der ganze Kram hier. Schließlich habe ich meine Abschlussprüfung bestanden. Ich bin ein glücklicher Mensch. Juhu.
Falls ihr mehr Infos zu meiner Abschlussprüfung hören wollt, guckt euch den Mass Effect Part an, da laber ich am Anfang ein bisschen mehr drüber. Weil ich das heute zuerst aufgenommen habe. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für eine Befreiung ist. Ah, ein riesengroßer Stein von meinem Herzen. Aber wir haben hier Wichtigeres zu tun. Hi. Again, Mr. Threepwood? Yep. So. Hey, I've got some ashes for that potion. Bring them to me. Now, there's only one small problem. War klar. I forgot the recipe. What? It's been a long time. I don't have that cookbook anymore. What a drag. Das ist doch ein Witz. Kannst du mir das nicht früher sagen? Nein, ihr fehlt das Voodoo-Rezept. Immerhin weiß ich, wo es ist. Es ist in der Bücherei von Fat Island. Weil, ich kann mich erinnern, ich habe damals bei den Karteikarten durchgeschaut. Dort war eins mit Voodoo-Rezepten dabei. Woher soll ich denn bitte wissen, dass ich das später hier noch brauche? Und vor allem, dass sie mir nicht vorher mal Bescheid sagt, dass ich das gebrauchen kann. Echt, das war jetzt nicht so cool, Voodoo-Lady. Überhaupt nicht cool. Also wieder auf Dreadschiff. Where do you want to go? Und wieder nach Fat Island. Sehr gut. Ich glaube, mittlerweile haben wir alle Wege durch. Es wird keiner mehr einfach so abgespielt. Gut, dann schauen wir aber den Karteikasten nach. Ich guck mal bei V wie Voodoo. Laster, Gemüse, Vulkane, Sehvermögen, Viren, Geigen, Tapete, Warten, Gemeine. Voodoo, siehe Rezepte, Voodoo. Ah, R wie Recipes. Romantik, Romantik, Romantik. Noch mehr Romantik. Ja, wie es halt so ist, ne? Von Romantik gibt es immer tausende Bücher. Die Rezepte Voodoo, die Freude am Hexen. 101 wichtige Voodoo-Rezepte. Yep. The Joy of Hex. Hm, I'll have to remember that. Perfekt. So. Also, das Buch leihen wir uns auch nochmal eben aus. Hi. Wie viele Bücher kann ich eigentlich ausleihen? Pardon me, miss. What do you want this time? Freundlich wie immer. I'm looking for a book. What book are you looking for? Ah, das hier mit Freude am Hexen. Could you find the joy of hex? Und immer noch fröhlich dabei. Heute kann ich sie nachvollziehen. Ich bin heute auch verdammt glücklich. Aber anscheinend kann ich echt 1000 Bücher ausleihen. Okay, here you go. Anything else? Nein, danke. I won't be needing any more books just now. Remember, silence is golden. Schweigen ist Gold. Ja, ist klar, ist klar. Passt schon. So, mal gucken, was da so drin steht. The Joy of Hex. I think it's meant for advanced voodoo practitioners. The writing's way too technical for me. Zu technisch. Ja. Ja, zu technisch hatte ich heute auch teilweise in meiner Prüfung. Wie passend. Also wieder nach Skip Island, wieder auf dem Weg zurück und zum Sumpf und zur Voodoo Lady, ihr das Rezept geben und anfertigen lassen. Ja, benutze den Sack. Womit kann ich euch denn auf diesem kurzen Weg erheitern? Ja, also, jetzt wo meine Abschlussprüfungen vorbei sind, geht erstmal alles wieder wie gewohnt. So mindestens 2, meistens eher 3 Videos am Tag. Bei Ausnahmefällen, wenn ich mal echt keine Zeit habe oder keine Lust habe, gibt's halt natürlich auch mal nix. Kann passieren, man weiß nie. Ich mach das hier in meiner Hobby, ist mein Hobby, es ist mein Zeitvertreib, das ist ja keine Pflichtveranstaltung hier. Aber ich habe so viel Spaß wie nie zuvor dran. Wirklich, es macht mir so viel Spaß, ich hab's schon richtig vermisst. Back again, Mr. Threepwood? Ja, klar, hier ist das Rezept. I got a book of voodoo recipes for you. Good. How many crab scalps does it say to use? 13. Good. That's just what I thought when I whipped up this experimental batch. Thanks. Remember, just a dabble do ya. Alles klar. Wir haben, Asche zu Leben. Ash to life. The uncremating cream. Now in a convenient powder. Jetzt auch als Puder. Ja, Gott sei Dank. Wollten wir nicht alle Puder haben? Ja, aber wie ich sehe, reicht die Zeit heute gar nicht mehr aus, dass ich dieses tolle Asche zu Leben ausprobieren kann. Ich denke, das machen wir erst beim nächsten Mal. Ja, wenn es wieder heißt, Let's Play Monkey Island 2 Special Edition LeChuck's Revenge. Mein Name ist Alex. Bis dann, Freunde.